Hallo Leute, euer Snipemess ist am Start zu einem neuen Commentary und ich habe heute einen Gast dabei und das ist der Berse. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, servus Leute, mein Name ist Berserk Q1, bin 15 Jahre alt, besuche zurzeit die Hauptschule oder das zwischen Hauptschule und Gymnasium, denn ich lebe in der Schweiz und bin ein gut aussehender Kerl und tanze sehr gerne Breakdance und ja, und auf meinem Kanal findet ihr auch Halo Gameplays oder Let's Plays, was auch immer, wie auf dem Channel von Max und ja, ich habe sonst nichts mehr zu sagen. Okay, Leute, also ihr habt jetzt schon ein bisschen was über ihn gehört. Sein Channel ist natürlich unten in der Beschreibung und wir haben natürlich noch ein Thema mitgebracht. Willst du das kurz vorstellen? Genau, wir haben uns überlegt, wie wir eigentlich auf Gameplays oder beziehungsweise auf Commentaries gekommen sind. Oder auch Let's Plays. Ja, ich übergebe dir das magische Wort. Ah, okay, danke schön. Also dann fange ich mal ganz kurz an, wie es bei mir gewesen ist. Und zwar, wir haben ja den Halo-Channel hier begonnen, nur mit einer Montage und so ein paar einzelnen Single-Clips. Und es war eigentlich nie geplant, dass wir hier Commentaries oder sowas machen. Und keine Ahnung, wir haben dann halt irgendwo mal auf anderen Channels so gesehen, dass Leute halt Gameplays zeigen und dazu über irgendein Thema und sowas reden. Und da haben wir uns gedacht, ja, das können wir auch. Hab mich mit dem Quickstart, dem Rusher getroffen und haben dann da so ein Commentary zusammengelabert, was jetzt im Nachhinein, wenn ich es mir angucke, ich kann nur drüber lachen. Das Gameplay, was da lief, war gut. Es war eine MEG Perfection mit richtig schönen Snipes und alles. Aber das Gameplay, also das Commentary dazu, ey, das konnte man so in die Tonne treten. Ich verlinke es euch auch mal in die Beschreibung, dann könnt ihr euch ja mal das erste angucken. Wir wussten einfach gar nicht, über was wir reden sollten. Wir hatten uns kein Thema überlegt. Wir hatten uns nichts überlegt. Einfach drauf losgeredet, weil wir hatten noch gar keine Erfahrung mit Commentaries, hatten auch noch nicht so viele gesehen. Und dann hat Timo, also das Toast, sein erstes Commentary gemacht, was auf jeden Fall deutlich besser war als unser. Und bei ihm habe ich mir halt langsam was abgeschaut, habe dann auch größere Kommentatoren angeguckt, wie Max FPS, Elotrix, Commander Krieger, Tylo habe ich geguckt. Und von dort habe ich mir halt immer so ein paar Sachen abgeguckt und bin dann halt immer besser geworden. Und so bin ich zu Commentaries gekommen. Ja, bei mir ist es eigentlich anders und zwar ich habe einmal auf YouTube zwar auf der Suchliste eingegeben Resident Evil 4 Part 1 Deutsch und dann bin ich auf einmal auf Let's Plays gekommen und der Let's Player, der Resident Evil 4 Let's Play hat mich dazu inspiriert, auch Gameplays so, beziehungsweise Let's Plays zu drehen und dann habe ich einmal weitergeschaut und habe ein plötzlich Ding auch so Commentaries-Video gesehen, aber ich habe vergessen von wem und habe mich auch dazu inspiriert, Commentaries zu drehen. Aber auf meinem Kanal mache ich zurzeit keine Commentaries, weil ich keine Lust habe oder vergesse oder ich immer wieder vergesse. Ja, aber ich Let's Playe eigentlich öfters in meiner Freizeit, aber ja, ich Let's Playe eigentlich nur statt Commentaries zu drehen. Was ich mal fragen wollte, wir von GGC haben ja in letzter Zeit auch mal so ein paar Let's Plays gemacht und ich wusste gar nicht, was ich da immer so zwischendrin sagen sollte. Über was redest du denn da beim Let's Play? Redest du über die Story? Halt irgendwie so ein paar Kommentare dazu oder was erzählst du da? Genau, das ist eine gute Frage. Im Let's Plays spreche ich mehr über das Ge Game, zum Beispiel wie die Atmosphäre ist, wie das Spiel aussieht, wie die Stimmsynchrone sind oder ich kommentiere die Aussage der Spieler und whatever. Also es kommt darauf an, wie das Spiel ist. Zum Beispiel ich sage, ja, die Textur sieht gut aus oder wie die Feinde jetzt aussehen und ich frage, wie das Spiel, also wie das Spiel ganz genau entwickelt wurde. Also dass ich improvisiere einfach. Ah, okay, verstehe. Also, du gibst sozusagen während des Let's Plays deine Meinung über das Spiel rüber, so, sag ich mal, über die kompletten du machst ja mal mehrere einzelne Parts, bestimmt so 15 Minuten oder so, oder? Ja, genau. Und über die mehreren Parts gibst du sozusagen auch ein bisschen so eine Art Fazit über das Spiel ab, oder? Weil du sagst ja dann zum Beispiel, was dir gefällt, was dir eher nicht gefällt. Wo sich dann halt auch die Leute irgendwie eine Meinung darüber bilden können, was ich auch zum Beispiel gut finde. Weil es gibt ja so Spiele, wo man denkt, so ja, die könnten ganz geil sein, aber will ich jetzt nicht unbedingt kaufen, will ich vielleicht vorher mal sehen oder anzocken.
Und wenn dann man zum Beispiel ein Let's Play von dir anguckt und du darüber redest, ja, was dir gefällt und was dir nicht gefällt, könnte das natürlich auch zu so einer Kaufentscheidung helfen, denke ich. Genau, ja. Nochmal zu mir hier bei den Commentaries. Ich habe mir ja auch damals eine HDP VR geholt, weil meine ersten Commentaries habe ich halt gemacht und der One-Shot hat die gerendert halt für mich. So dass es halt auch so war, dass ich nicht zu oft welche machen konnte, weil ich halt immer noch auf andere Leute angewiesen war. Und zu Weihnachten habe ich mir halt danach von dem Geld mein HDP VR geholt und dann war ich auch zeitlang richtig motiviert auf Commentaries und habe öfters gestreamt und alles. Und ich finde, Commentaries sind eine coole Sache und wichtig finde ich auch zum Beispiel, dass man halt das Publikum mit einbezieht. Und ich denke, das ist bei Let's Plays genauso, dass man zum Beispiel sagt, ja, ich finde das gut an dem Spiel und was haltet ihr davon? Wie würdet ihr das so sehen? Dass man halt so die Leute, die das zuschauen, so in die Kommentare mit einbezieht und so eine kleine Diskussion auch startet. Weil ich finde, Commentaries sind dazu da, erstmal die Leute zu unterhalten. Deswegen läuft auch im Hintergrund ein Gameplay, damit es so ein bisschen Abwechslung gibt. Außer, und so ist ja bei Let's Plays auch, weil zum Beispiel, ich finde, dass nur ein Gameplay angucken oder nur ein Let's Play, wo nichts geredet wird, finde ich persönlich nicht spaßig. Also man braucht immer irgendwas, so eine Stimme, dass man so denkt, so, ah, das macht er und so. Finde ich Das auch. finde ich ganz cool. Weil das Wichtigste ist einfach die Unterhaltung eigentlich. Ja. Und ja, hast du noch ein Thema? Eigentlich? Also, na, wir können ja ein bisschen so über Let's Plays und Commentaries noch allgemein reden. Du hast ja gesagt, du machst keine Commentaries, weil du momentan keine Lust hast oder sowas. Und Woran ich liegt's ver denn? also ich vergesse. Das Problem ist einfach, ich muss öfters wegen der Schule muss ich mich ganz stark konzentrieren, denn mein Schuljahr ist jetzt eigentlich sehr wichtig, denn ich gehe jetzt in die Berufswahl. Und ja, ich kann eigentlich unter der Woche, also beziehungsweise von Montag bis Freitag, gar nichts aufnehmen. Ich kann nur am Wochenende aufnehmen und am Wochenende möchte ich eigentlich meine Projekte aufnehmen, sprich Halo 4, Minecraft, und so weiter und so fort. Ja. Und dann kann ich nicht mehr an die Commentaries dran denken oder ich vergesse es oder ich habe einfach keine Lust darauf. Ja, das verstehe ich. Bei mir ist es halt ähnlich. Commentaries beanspruchen natürlich Zeit. Man kann ja sich jetzt nicht hinsetzen, so Commentary in 10 Minuten ist es gegessen. Man sollte sich natürlich vorher Gedanken darüber machen beim Commentary, über was man redet, dass man ein sinnvolles Thema hat, dazu auch was ein bisschen sagen kann und nicht nur so eine Minute und fertig ist. Und ich würde sagen, bei mir ist es ja auch, ich bin ja momentan auf dem Gymnasium, wie die meisten wissen, und ich würde sagen, ich nehme mir einfach die Zeit, so auch mal unter der Woche ein bisschen länger, sag ich mal, Xbox zu spielen oder ein Commentary zu machen. Ich sehe das leider ein bisschen zu locker momentan mit der Schule und ich würde es am liebsten ändern, aber keine Ahnung, das mit YouTube macht mir einfach momentan extrem viel Spaß und ich habe auch noch ein großes Commentary geplant, was ich bald machen werde. Und ich denke, so mit dem Let's Playen ist es genauso. Man hat ja Spaß dran. Sonst würde man es ja nicht machen, oder? Genau, ja. Und das Tolle ist ja, wenn man Spaß an einer Sache hat, will man diesen Spaß natürlich auch mit anderen Leuten teilen. Genau. Und deswegen lädt man die Sachen ja auf YouTube hoch, damit andere sehen, oh, der spielt das Spiel und man merkt richtig, dass der Bock darauf hat und sowas. Und genau sowas gehört einfach dazu. Ich find's einfach richtig geil. Und welche Projekte hast du ein bisschen jetzt bis jetzt Let's Played? Kannst du ein bisschen drüber erzählen noch? Genau, eigentlich hatte ich vor, alle Teile zu Let's Playen, aber ich habe Halo Reach und Halo 3 ODST nicht Let's Played, weil die Spiele viel zu alt sind. Und ja, momentan Let's Play ich nur Halo 4. Also ich lade momentan nur noch Halo 4 Videos hoch. Und meine Abonnenten schreiben immer wieder, ja, Berse, mach mal wieder Minecraft-Videos oder ein asiatisches Spiel. Die meisten kennen das Spiel gar nicht, denn das Spiel ist eigentlich aus Asien. Und das Spiel ist eigentlich nicht so berühmt und das Spiel heißt Warriors Orochi 3. Und die fragen das immer wieder und ich beantworte die Fragen eigentlich nie, denn mir fehlt eigentlich die Zeit, um zu antworten. Und das sind meiner Meinung nach nicht die richtigen Fragen, denn eine Frage ist eigentlich für mich so, ja, Berse, hey, ich habe meine Frage, wann machst du das und das weiter? Das ist für mich eine Frage. Wenn Leute schreiben, ey, Berse, wann geht das und das weiter? Das ist für mich nicht Fragen, denn
Für mich ist es wichtig, dass das auch in die Höflichkeitsform mit einfließt, Ja, statt das ist ja klar. in die Frechheitsform, sag ich jetzt mal. Ja, ich kenne das bei uns, das ist auch manchmal so. Manche schreiben uns zum Beispiel Nachrichten, so richtig nett und sowas. Ja, eure Videos sind richtig cool und so. Lass uns doch mal zusammen spielen, so richtig nett. Und dann andere so, ja, kann ich in den Clan. Einfach so ohne irgendwas dazu. Und da antwortet man am besten einfach nicht drauf. Und. Ah, warte, zu den Let's Plays nochmal. Du hast gesagt, hier Halo 3 und ODST Let's Plays und ich weiß, es ist zu alt ist. ODST kann ich verstehen, das Spiel war scheiße. Also Genau. ich hab's nicht gemocht. Ich Aber auch Halo nicht. 3 kann ich dir sagen, ist, wenn du es gespielt hast oder wenn du es nicht gespielt hast, das Spiel ist extrem geil und ich denke, dass sich trotzdem einige das Spiel angucken würden, darüber ein Let's Play, auch wenn es schon ein bisschen älter ist, weil die Kampagne davon ist einfach legendär, kann ich nur sagen. Genau. Das ist einfach legendär. Genau. Und deswegen, ich finde, natürlich wollen die Leute meistens hier die neuesten Spiele oder sowas sehen. Aber zum Beispiel auch, wie du gesagt hast, dieses asiatische Spiel. Auch unbekannte Spiele kann man zum Beispiel Let's Playen. Weil dann werden die Leute darauf aufmerksam, auf die unbekannten Spiele und sagen, boah, das sieht eigentlich ganz lustig aus und spaßig. Darauf hätte ich auch mal Bock. Und so kann man halt den Leuten zum Beispiel seine Lieblingsspiele näher bringen, obwohl die halt, sag ich mal, nicht so im Rampenlicht stehen. Und. Willst du was sagen, oder? Bist du eigentlich fertig? Ich wollte gerade noch was sagen, kurz. Ah, ja, sag nur. Okay, ja, genau. Die Leute wollen halt immer nur. Ich habe gerade. Toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte sagen, das mit dem Rampenlicht. Und das probieren wir ja eigentlich die ganze Zeit. Halo ist zwar schon relativ bekannt, aber ist immer noch nicht vergleichbar. Sag ich mal, mit Call of Duty, was die YouTube-Videos-Verteilung angeht. Die ganzen großen YouTuber von Call of Duty haben wirklich extrem hohe Anzahl von Abonnenten. Und wir sind irgendwie also der größte Only Halo-Channel, gerade mal mit 1800. Wo ich dann sage, so, ja, irgendwas kann da nicht stimmen. Und genau deswegen probieren wir halt Halo zu machen, um es den Leuten beizubringen. Also so zu sagen, guck mal, das Spiel ist geil, müsst ihr auch spielen. Und genau so ist halt auch mit den Let's Plays meiner Meinung nach, dass man auch ab und zu mal unbekannte Spiele bringen muss. Da du schon COD-Events hast, Ja. die meisten sagen ja immer, Halo ist scheiße, Call of Duty ist viel besser. Weil Call of Duty fließt ja in die Realität und Halo geht ja in die fließt ja in die Zukunft. Und eigentlich geht es eigentlich gar nicht um Realität oder Zukunft oder Fantasie, was weiß ich. Für mich geht es eigentlich darum, dass es mir viel Spaß bereitet. Zum Beispiel Ja. COD. Viele COD-Zocker regen sich auf, schmeißen den Controller herum oder machen den Controller kaputt. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt bei meinen Kumpels. Bei meinen Kumpels meine ich. Und Halo fließt eigentlich mehr in die wie heißt es schon wieder? Comedy, genau. Fließt ein bisschen in die Comedy, denn im Halo gibt es auch ein paar Fails und das finde ich sehr lustig und ich kenne jemanden, der ist ein amerikanischer YouTuber, der macht so Halo Reach Videos und er stellt so Fails Videos hoch von Halo Ja. Reach und das finde ich einfach göttlich. Und im COD finde ich gar nichts, also meiner Meinung nach ist COD nichts für mich, also ich zocke gar nicht COD. Ja, bei mir ist es so, ich habe zwar hier Black Ops 2 auch zu Hause liegen, aber naja, Halo 4 und Halo Reach momentan habe ich heute auch mal wieder gespielt. Bestimmt bei mir eindeutig die Konsole und vor Black Ops kommt auch nochmal Borderlands 2, was auch ein richtig geiles Spiel ist. Und COD, die Kampagne finde ich eigentlich, auch wenn alle immer sagen, ja, COD-Kampagne ist so richtig scheiße oder sowas, mir hat sie eigentlich immer Spaß gemacht, weil irgendwie alles dabei ist, Verfolgungsjagden und sowas. Aber Multiplayer ist zum Beispiel gar nichts für mich bei COD. Ja, für mich auch nicht, weil die meisten campen ja auch. Ja, Oder? das ist extrem. Und was ich eigentlich ein bisschen unfair finde, im COD, wenn du zum Beispiel Level 1 bist und ich bin Prestige 10, dann bin ich natürlich besser als du. Im Gegensatz zu Halo Reach ist man zum Beispiel also Private und ich bin zum Beispiel Field Marshal, dann ist eigentlich die Stärke, naja, im Gleichgewicht, sag ich jetzt mal. Ja, aber bei Halo ist so egal, welcher Rang du bist, jeder kann jeden besiegen einfach. Da, Genau. niemand hat Vorteile. Genau, und hey, im COD ist es ja
Der andere hat Vorteile und der andere hat Nachteile. Ja. Zum Schluss, also ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Kannst du nochmal sagen, irgendwie, was waren dein, vielleicht kann, wenn du dich noch dran erinnerst, irgendwie so deine Gefühle, sage ich mal, als du dein erstes Let's Play oder Commentary aufgenommen hast? Warst du da aufgeregt oder so? Oder was hast du dir dabei gedacht und. Also, mein erstes Video war Assassin's Creed 1. Ich habe damals nie gewusst, wie man richtig aufnimmt. Und habe einfach eine Kamera genommen und habe einfach vor den Fernseher gestellt und habe einfach aufgenommen. Und ich habe einfach gelabert. Ich habe keine Ahnung, was ich gelabert habe. Ich habe nichts aufgeschrieben, nichts darüber nachgedacht. Einfach gelabert. Und habe dabei geschrien. Das war's. Naja, die Hauptsache ist, dass man Spaß dabei hat, oder? Genau, ja. Und ich habe das Video einfach mal auf YouTube gestellt und hab's danach wieder gelöscht. Weil das war so peinlich gewesen und hab mir da dann ein Teradek Grabby geholt. Das ist auch sein Aufnahmegerät für die Konsole. Und die Qualität ist eigentlich nur 480p und dann habe ich mir eine HDP Feuer geholt. Ja, das ist ja gut. Ja, und so gehen meine Let's Plays eigentlich weiter. Ja, das ist ja in Ordnung. HDP Feuer hat ja eine gute Qualität. Oder Okay. darf ich ja noch was sagen? Ja, klar. Es gibt ein paar Let's Plays, die nehmen mit der HDTVR auf oder mit HDMI Capture Card. Jetzt will ich eure Meinung fragen. Was findet ihr besser, HDTVR oder HDMI Capture Card? Falls ihr nicht wisst, was eine HDMI Capture Card ist, eine HDMI Capture Card ist so wie eine Grafikkarte. Man muss einfach nur noch in einen PC einbauen, dann hat man das. Einfach, man braucht ein HDMI-Kabel, genau, statt Ja. Komponentenkabel. Jetzt will ich eure Meinung fragen. Was findet ihr besser, HDBVR oder HDMI Capture Card? Schreibt es unten in die Kommentare. Sehr gut, darüber haben wir schon geredet. Das Publikum einbeziehen, genau. Ja, sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst und schaut bei ihm vorbei, guckt euch seine Halo 4 Let's Plays an. Ich habe mal da auch kurz reingeschaut und ich fand sie auf jeden Fall gut, waren interessant und so. Und komm, ich übergebe dir das Schlusswort. Du hast doch Genau. bestimmt irgend noch so einen coolen Satz oder sowas. Okay, und dann sagen wir schon mal Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao.